Servus YouTube und willkommen zu Star Fox Gaming. Ich habe ein kleines Update-Video für euch, und zwar was den Loba-Teaser betrifft, der für heute angekündigt wurde. Der findet leider nicht statt und wurde ohne Angabe von Gründen auf Donnerstag verschoben. Wenn ihr diesen Teaser auf keinen Fall verpassen wollt, lasst mir ein Abo da, dann versäumt ihr garantiert nichts. Dann ist heute natürlich noch der Body Armor Event gestartet. Alle springen mit weißem Schild und einer B2020 auf World's Edge ab. Das ist ganz witzig. Ich habe hier im Hintergrund Gameplay laufen. Könnt ihr euch gerne dann fertig anschauen, wenn ihr wollt. Sniper-Waffen sind definitiv zu empfehlen bei diesem Modus. Da bekommt ihr die Gegner schnell down, da es überhaupt keine anderen Schilde auf der Map zu finden gibt. Und das heißt, jeder hat ein weißes Schild bis zum Endgame. Mit einer guten Sniper-Waffe könnt ihr die Gegner recht schnell downen. Ja, das soll soweit gewesen sein. Schaut euch gerne das Video noch fertig an, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns spätestens am Donnerstag zum Loba-Teaser. Abo nicht vergessen, dann versäumt ihr das auch nicht. Danke und ciao, euer Star Fox.